So, wir wollen jetzt da rein und hoffen, dass wir in die Bracada-Wüste können. Es geht sofort los. Sehr schön. Hufeisen hatten wir hier schon mitgenommen. Wir wollen jetzt in den südöstlichen Teil, richtig? Nee, nicht Suchaufträge. Notizen. Verschiedene Notizen. Ausbilder. Das war weiter hinten irgendwo. Reparieren, Kondition, da. Tessa Grünwart, Meisterin der Meditation, lebt auf einer Anhöhe im Südosten der Bracada-Wüste. Okay, Südosten. Das dürfte nicht also schwer werden. Wir müssten eigentlich schon einigermaßen östlich sein. Da hinten war auch die Zwergenmine. Karte sagt, wir sind im Nordosten. Okay, was haben wir da hinten? Golems, aber die werden hoffentlich nicht aggressiv sein. Die Golems scheinen ja die Diener der Magier hier zu sein. Also quasi die Wachen. Nur sind sie halt einen Zacken härter als normale Wachen. Ja, alles grün, alles gut. Oh, da sind schon Häuser. Könnte das schon der Südosten sein? Ich denke mal. Also so oder so sollten wir alle Häuser einmal angucken, was da so drin ist. Und gucken, was für NPCs wir noch so finden können. Erhöht alle Zauber der Schule des Selbst, Körper, Seele und Geist, aller Charaktere um 2 Punkte. Sowas ähnliches suche ich aber jetzt für elementare Sachen. Weil bei ihr bringt das nicht ganz so viel. Ja, dann kann sie 4 Trefferpunkte mehr heilen oder so, aber bei Talana und Lulanera allerdings wäre es dann gleich wesentlich mehr Schadenspunkte. Die Süßresidenz. Jäger. Wenn ihr den Pfad des Lichts wählt, können wir hier zurückgehen. Okay. Lehrling, was machst denn du? Erhöht die Elementarmagie aller Charaktere um 2 Punkte. Das klingt gut. Das heißt, du... Feilschen um 4 Punkte. Ja, weg damit. Und mehr Gold, weg damit. Das heißt, wir haben jetzt nur noch den verrückten Ritter dabei. Und dich erneuern. Das heißt, wir kriegen jetzt weniger Gold, aber müssten dadurch theoretisch stärker sein. Gucken wir mal ganz kurz, ob es auch angezeigt wird. Also Wassermagie, Bonus plus 2. Das wird jetzt hoffentlich nicht durch irgendeinen Ausrüstungsgegenstand sein. Nee. Erkennen, Resistenz, Zauberpunkte. Nö. Ja, guti. Was haben wir da hinten noch? Nix. Süß waren wir drin. Hollyfield. Oh, Konditionsexperte. Klick. Lyrik kann es nicht beherrschen. Druide kann es nicht beherrschen. Sie kann es nicht beherrschen. Und Meister können wir in Deja werden. Das dauert noch ein bisschen, bis Gerogon Meister werden kann, denke ich. Wenn es denn überhaupt bei ihm ging. Alchemie-Experte. Oh, sehr schön. Elisabeth Wintermaß. Im Westen Niggens. Da kommen wir, glaube ich, nicht so schnell hin. Kampfkunstexperte. Ausweichenexperte. Es gibt komischerweise immer diese Mönchshütten. Also wo jeweils ein Lehrer ist für Faustkampf und einer für Ausweichen. Was eigentlich nur der Mönch macht. Also ein bisschen komisch, aber gut. Also wir waren bei allen Hütten. Es war kein Meister drin, aber es wurde auch gesagt, es soll auf einer Anhöhe sein. Also hopse ich mal ganz kurz hier den Berg hoch. Hops. Hops, falscher. Hops. Und guck, ob hier der Meister drin ist. Nein. Erster Ritter? Pfad des Lichts wählen. Du bist kein Meditationslehrer. Da oben ist noch ein ganz schön spitzes Haus und irgendwelche aggressiven Kreaturen kommen hier. Greife. Vor einem von euch sind wir mal panisch weggelaufen. Aber das ist schon eine ganze Weile her. Du mach mal Säurestrahl wieder. Husch. Genau. Bist kaputt.
Deine kleinen Freunde hinten sind auch gleich kaputt. Die sind nämlich schwächer als du. So. Wir wollen doch nur Meister Meditations irgendwas werden. Plattengroßmeister. Sehr interessante Wohnung. Celeste. Celeste ist die magische Stadt, die von den Zauberern von Bracada vor Jahrhunderten gebaut und halb in den Bergen, halb in den Nebeln hoch über Bracada verankert wurde. Ihr müsst einen Teleporter finden, um dorthin zu gelangen. Ihr findet ihn nahe dem Mittelpunkt Bracadas. Okay. Au. Au. Na komm. Alles Gold. Hey. Das tut irgendwie weh. Einfach hinterrücks angeschlichen. Du, heil mal bitte. So. Also, die waren das ja alle nicht. Das Haus da hinten könnte es noch sein, aber es ist langsam ein bisschen zu weit westlich. Aber na gut, wo wir schon mal hier sind, gucken wir einfach hin. Vielleicht finden wir ja noch irgendwas Nettes. Wir haben jetzt ja durch Zufall schon zwei Lehrer gefunden, die wir eigentlich gar nicht finden wollten. Jedenfalls nicht direkt. Und die auch praktisch sind. Einmal Kondition für Gerogon und Alchemie für Lunanera. Prälat. Hallo. Erhöht alle Zauber der Schule des Selbst um 4 Punkte. Das heißt, eigentlich sollten wir sie hier anheuern und das Äquivalent dazu für Elementarmagie. Lernexperte. Der Paladin kann nicht lernen. Naja, aber alle Zauberer könnten es lernen. Dann kriegen sie mehr Erfahrungspunkte. Pro Kill, Quest, was auch immer. Aber wir müssen jetzt definitiv zurück nach Osten. So wird das hier nichts. Da oben ist ein beeindruckendes Gebäude. Das dürfte die Zaubererschule sein. Für die die ganze Gegend hier berühmt ist. Es wird kein Privathaus sein, wo ein Lehrer drin hockt. Hier vielleicht. Na, oder bist du einfach nur ein Teleporter? Ich sehe nicht so wirklich ein Haus hier oben drauf. Nö, ist ein Teleporter. Was sagt denn die Karte? Karte sagt, wir sind ganz im Süden. Also müssen wir nach Osten. Und gucken wir uns mal ganz kurz die blauen Punkte hier an. Brauchen wir wirklich noch so ein eigenes Ding? Ganz schön großes Schild. Bisschen Erz. Ein Flötenspieler. Was machst denn du? Hallo. Heldentum. Ja, nö. Oh, das Haus sieht doch so aus. Es ist ziemlich weit im Südosten. Klick. Tessa Grünwart, Meister Meditation. 2500. 2500. 2500. Kane. Kane, Großmeister der Meditation, lebt auf einer Insel in der Hauptbucht von Effli. Oh, der andere. Lichtmagie. Ja, das können wir noch nicht. Ah, jetzt müssten wir schön viele Zauberpunkte haben. Wie viel hast du? 164. Also 16 mal Säurestrahl. Guti, guti, guti. Okay, was bist du? Brauchen wir wirklich noch so ein albernes Ding? Ja, kann mit. So, was hatten wir noch hier in der Bracada-Wüste? Irgendwelche Golem-Teile sollten wir noch aufsammeln. Die Gruft des Meisters. Die sollte im südlichen Erassia sein oder halt im nördlichen Bracada. Decken wir die Karte einfach ein bisschen auf und schauen uns um. Was haben wir da? Eine Genie-Lampe. Typ Lampe. Die Djinns, die in solchen Lampen gefangen sind, belohnen normalerweise diejenigen, die sie befreien. Manchmal bereitet es ihnen jedoch auch grausames Vergnügen, das erste Lebewesen, das ihnen begegnet, zu strafen. Um die Djinn-Lampe zu benutzen, Rechtsklick auf ein Gesicht. Ja, also die können sehr praktisch sein. Also Gold geben oder Fähigkeitspunkte oder was weiß ich. Die können aber auch recht schlimm sein. Deswegen bewahre ich die erstmal auf. Oder versuchen wir später ein System rauszufinden. Weil das war abhängig von der Jahreszeit oder dergleichen. Und das können wir halt nicht wirklich nachvollziehen, wenn wir nur eine haben. Da brauchen wir mehr Vergleichsobjekte.
So, da könnte noch was sein. Und wenn nicht, gehen wir einfach nach Norden, Richtung Erassia. Vielleicht finden wir da irgendwo was. Wobei wir uns in Erassia eigentlich schon umgeguckt hatten. Aber, hier ist nur ein Kaktus und ein Kaktus und ein Kaktus. Ein See? Aber das ist der See bei der Zwergenmine. Nö. Oh, oder die Gruft des Meisters ist in der Zwergenmine gewesen? Das bezweifle ich irgendwie. Gruft des Meisters hört sich eher so an, als wäre es ein Labor von einem verrückten Magier gewesen oder dergleichen. Der wird nichts mit Zwergen zu tun gehabt haben. Weil Magier wollen ja meistens ein wenig Luxus und Dekadenz und solche Sachen. Okay, einfach nach Norden. Jo. So. Hier waren wir schon überall. Hier allerdings waren wir noch gar nicht. Kommen wir da einfach so hin? Ganz langsam kommen wir da hin, ja. Vorsichtig, vorsichtig, nicht runterfallen. Das könnte wehtun. Oh, warte mal. Jetzt tut es schon mal nicht mehr weh. Wir sehen da ein Haus. Und Gegner. Okay. Okay. Es tut zwar nicht mehr weh, aber ich habe keine Lust, extra nochmal hochklettern zu müssen. Also da hinten ist eine Hütte. Versuchen wir doch mal zu der Hütte da vorsichtig hinzukommen. So. Nicht abrutschen, wenn es geht. Oh, irgendwo sind rote Punkte. Da sind rote Punkte. Was bist du jetzt? Oh, Feuermeister Großmagie. Schade, dass wir kein Feuer benutzen. Bill Laska. Achso, das war der Prinz der Diebe. Oh. Du, Mana weg. Das ist schon mal eine sehr interessante und unzugängliche Gegend. Also es könnte gut sein, dass hier irgendwas versteckt ist. Und außerdem können wir Greifen töten. Als Rache für damals. Oh, wahrscheinlich kam von hier der eine Greif, der uns damals bei den Dieben überrascht hat. Ja, macht Sinn. Oh, und ein Obelisk. Die brauchen wir eh noch. Wir haben so viele Zauberpunkte. Das ist echt schick. Wir können zaubern ohne Ende. Müssen nicht alle 5 Minuten schlafen. So macht das gleich viel mehr Spaß. Ist das Gold? Nein. Erz und oh, Kisten. Swing. Nochmal. Und nochmal. Meh. Ist nicht so wirklich beeindruckend. Können wir das wirklich brauchen? Brauchen wir wirklich noch so ein albernes Ding? Oh, falscher Zauber. Du heil bitte dich. Du sie. Wow. Und du sie. Nehmen wir eine Falle dran. Können wir das wirklich brauchen? Ja, es ist ein bisschen extra Einkommen, aber so wirklich toll ist das alles nicht. Und ich will mir nicht schon wieder das Inventar zumüllen. Nö, wir gucken uns hier weiter um. Du heilst zwischendurch. So, magisches Auge ist noch an. Wir sehen jede Menge blaue Punkte auf der Karte und da ist noch ein Haus. Also ist das vielleicht gar nicht eine Gruft des Meisters gewesen, sondern sein Haus? Ich bin mir ziemlich sicher, dass sie Gruft gesagt haben, diesen Notizzettel.